Gut, aber jetzt habe ich ja hier unten behauptet, ich wollte was zu den Römern sagen und das will ich auch. Nämlich, das Kinzigtal ist halt der eine Weg durch den Schwarzwald, der quasi optimal ist, um da durchzukommen, weil es liegt halt in der Mitte und das ist halt schon sehr optimal. Man muss nicht oben vorbei, man muss nicht unten vorbei, man kann in der Mitte durch, deshalb gibt es hier auch eine alte Römerstraße. Die einzige Römerstraße durch den Schwarzwald. Und die Region ist eben wegen dem tollen Transitcharakter, den sie hier hat, weil wer nach Süden will, muss irgendwie hier durch. Wer nach Norden will, muss hier auch irgendwie durch. Wer nach Osten oder Westen will, ebenfalls. Es führt kein Weg an Hausach bzw. dem Kinzigtal vorbei. Und deshalb steht da auch die Burg, weil Zoll kannst du hier gar wunderbar kassieren. Denn wo jeder vorbei muss, bietet sich das einfach wahnsinnig an. Und natürlich, militärische Befestigungen sind, wenn man Zoll kassieren will, immer eine gute Idee. Soll ja Leute geben, die keine Lust haben, Zoll zu zahlen. Soll auch Leute geben, die Region, in denen man gut Zoll kassieren kann, gerne erobern. Weil dann kann man selber Zoll kassieren und muss selber keinen mehr zahlen. Also eine Win-Win-Situation. So, das heißt, es soll hier, also ich war hier ja noch nie, aber das werden wir ja dann sehen, auch entlang des Westwegs auf dem Grat in den Höhen, damit man quasi dem Zoll nicht ausweicht, jede Menge sogenannte Schanzen geben. Ich habe bei der Alexanderschanze zu den Schanzen nicht allzu viel erzählt, beziehungsweise hatte ich schon. Aber das bisschen, was heißt das bisschen, bin da extra noch mal hochgefahren, habe da noch mal nachgeguckt und extra noch mal gefilmt. Aber irgendwie habe ich es geschafft, das dann alles auf einer Speicherkarte zu lassen, die ich dann formatiert habe. Großartig, ne? Das heißt, sorry, wenn ich hier rumschnaufe und sabber und schnupfe, das lässt sich gerade nicht anders machen und das soll ja authentisch sein. Stapft ihr mal hier hoch, verdammt nochmal. Mut zur Hässlichkeit. Ich habe ja auch extra den Bart möglichst lang stehen lassen. Das ist nämlich ein Kälteindikator. Wenn der Bart gefriert und Eiszapfen drin hängen, dann ist es kalt. Davor noch nicht. Und derzeit stelle ich gerade fest, guckt mal nach vorne. Ich würde sagen, eindeutig I, oder? Wie seht ihr das? Nein, ich will ja hoch. Ich will ja hoch und ich habe ja gerade auch erst angefangen und deshalb bin ich auch motiviert. Mein Kamerahaltearm wird gerade müde. Ja, zu diesen Schanzen, die dann noch kommen und deren Bedeutung erzähle ich später noch was. Irgendwann muss ich dann noch ein bisschen was zu Schwarzwaldhäusern erzählen. Die sind ja auch sehr charakteristisch. Da gibt es ein schönes Museum gleich hinter Hausach. Vogtsbauernhof heißt der, glaube ich. Kann das sein? Weiß ich nicht. Gucke ich nach. Schreibe ich euch hin. Und ja, in Anbetracht dessen, dass es hier jetzt wieder sehr bergauf geht, könnte ich eigentlich das Labern einstellen. Muss aber noch so ein paar allgemeine Dinge könnte ich noch loswerden. Also es ist heute Donnerstag. Ich wollte eigentlich gerne am Mittwoch loslaufen. Das ging aber nicht, weil da hat der Wetterbericht gesagt, extremste Minustemperaturen. Und wenn es dazu kommt, dass ich die Komfort-Limit-Temperatur, also die Limit-Temperatur meines Schlafsacks austesten muss auf dieser Tour, dann mache ich das. Aber unbedingt drauf anlegen wollte ich es nicht. Und heute Nacht, also die Nacht auf heute, ist es wohl wirklich arschkalt gewesen. Da das dann meine erste Nacht draußen gewesen wäre, wollte ich es nicht gleich übertreiben. Und generell sagt der Wetterbericht so jetzt für die nächsten Tage ganz humane einstellige Minusgrade des Nachts. Und zwar auch in den Höhen. Und teilweise sogar leichte Plusgrade tags voraus. Ich bin oben. Ich bin oben. Boah, schönes Waldbild. Guckt mal. Ich hoffe, die Kamera
kriegt das hin mit diesem Speziallichteinfall. Das sieht immer so gut aus. Das mag ich auch sehr. Ja, sind kitschige Bilder, wenn man das großartig fotografiert, aber trotzdem. So, geht natürlich bestimmt gleich weiter hoch. Ja, sehr schöner Weg hier. Hübsches Stückchen. Netter Wald. Ist zwar ein Nadelwald, aber sehr differenziert. Oh, mit sehr dicken Tannen zum Teil. Ist halt der Schwarzwald. Also Zuschauer aus Sachsen, die irgendwie forstlich interessierter sind, die kriegen jetzt hoffentlich das große Sabbern. Was wir an Tannen haben, auf einem Hektar, habt ihr im ganzen Bundesland. Haha. Ja, und ich glaube, weitere Details zu dem, was ich so vorhabe, gibt es dann später. Ach so, ich weiß übrigens nicht, wie viel mein Rucksack wiegt. Ist noch einiges dazugekommen. Ich schätze ihn mal auf 16 Kilo. Mehr wird es nicht sein. Viel weniger, aber auch nicht, solange ich noch volles Getränkereservoir mit mir rumschleppe. Oh, die Sonne! Ich habe zwei Dinge vergessen, ist mir inzwischen klar geworden. Erstens, Sonnenbrille! Macht ja Sinn bei dem reflektierenden Schnee. Normalerweise brauche ich keine wegen dem Hut. Der schützt ja auch die Augen. Man kann es gerade ganz gut sehen, dass ich da Schatten an den Augen habe. Aber wenn der Schnee halt von unten hoch reflektiert, hilft der Hut auch nicht. Ah, herrlich, ist das schön hier. Eine Rundumsicht. Knack, 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 knack. Euch fehlt natürlich noch die Luft und der Wind. Ist ja nicht viel Wind, aber das bisschen und insgesamt diese kalten Temperaturen mag ich halt einfach. Da weiß man, dass man draußen ist. Bin mal gespannt, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen hart werden könnte, dieser Abschnitt, in Anbetracht ja eben der Tatsache, dass Winter ist. Und zwar wirklich Winter und nicht nur auf dem Papier Winter. Aber gerade das ist ja mein Ansporn und ich will es ja auch ein bisschen hart. Ich will ja für Schweden trainieren. Wenn man den Schwarzwald im Winter hinkriegt, dann müsste Schweden im Sommer auch funktionieren. Schweden im Sommer ist ja generell gar nicht so fies, aber Solotour ist Solotour. Man sollte sich da schon ein bisschen vorbereiten. Gut, jetzt habe ich ganz viel gelabert. Jetzt soll es erstmal reichen. Jetzt laufe ich noch ein bisschen weiter und bei der nächsten Stelle, wo ich das Gefühl habe, dass ich was erzählen muss, geht es dann weiter. Bis später. Ganz kurz, ich habe den legendären Hodelstein gefunden. Der hat sage und schreibe 8398 MUM Sternchen. Man siehe unten Sternchen Meter über Mount Everest, unter Mount Everest. Sehr genial. Der Hodelstein ist einfach nur so ein Scheißstein. Ist nichts Besonderes. Aber 8398 Meter unter Mount Everest. Jetzt müsste ich nur wissen, wie hoch der Mount Everest ganz exakt ist und könnte mir ausrechnen, wie hoch ich hier bin. Ich bin begeistert. Weiter geht's. Ich habe übrigens eben ein Reh gesehen und ja, es ist nicht geflüchtet. Es hat kurz geguckt, wer bist denn du? Und dann ist es wieder weitergezogen und hatte keinerlei Angst vor mir. Bin ihm dummerweise nachgedackelt, weil ich gedacht habe, oh, das Reh hat bestimmt den Westweg genommen, war aber nicht der Westweg, war nämlich extrem steil, der Weg, wo das Reh stand, und ich habe gedacht, das soll doch hier so furchtbar steil sein, dieser Anstieg. Bisher ist der relativ lächerlich. Weiß nicht, vielleicht wird er ja noch schlimm. Mal gucken. Ich gehe weiter.
Ich habe die Stadtkapelle gefunden. Also, ne? Stadtkapelle. Wie genial ist das denn? Diese verdammten Hausacher haben echt Sinn für Humor. Theoretisch gibt es da auch noch einen Schlauch, wo man reinblasen kann und dann sollte es vielleicht Krach machen, hat aber nicht funktioniert. Oder ich bin zu blöd für, das weiß ich nicht. Was man auf jeden Fall kann, ist hier mit dem Hämmerchen. Man genieße nebenbei die Aussicht, wenn Ben hier Krach macht. Sehr idyllisch. Oh, da ist nochmal so ein Ding zum Reinpushen. Ich puste mal. Ja, mal gucken. Vielleicht klappt es ja doch. Nö. Ich weiß auch gar nicht, ob das an der richtigen Stelle überhaupt angebracht ist, der Schlauch. Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dafür fehlt es mir dann an musikalischer Qualifikation. Ging jetzt gerade ein schönes Stückchen durch den relativ dunklen Wald. Das ist eine schöne Abwechslung zu dem ganz vielen Licht eben. Jetzt geht es dann da weiter. Also da. Und ja, schöne Aussicht habe ich euch schon gezeigt. Vernünftige Menschen machen hier kein Feuer. Den anderen ist es verboten. Oh, welch wahre Worte. Wahre Worte. Jawohl. Okay, weiter geht's.